1789 wurden im Zuge der Französischen Revolution erstmals die Menschen- und Bürgerrechte verkündet. Jedoch nur für die mündigen Bürger und dazu zählten ausschließlich Männer. Das veranlasste Olympe de Gouges, eine Erklärung für die Rechte der Frau und Bürgerin zu verfassen. Sie beginnt mit den Worten, dass an Schönheit wie an Mut die Beschwernisse der Mutterschaft betreffend überlegene Geschlecht erklärt die folgenden Rechte der Frau und Bürgerin. Nicht zuletzt diese Einmischung in die Männerpolitik führte schließlich zu ihrer Hinrichtung. Ein Zitat Olymps lautet, Mann, bist du überhaupt imstande, gerecht zu sein? Kannst du mir sagen, wer dir die unumschränkte Macht verliehen hat, die Angehörigen unseres Geschlechts zu unterdrücken? Ich denke, wir Männer sind so kreativ, darauf irgendeine Antwort zu finden.